Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Steinbach, Frau Steinbach, Herr Dohler, lieber Edmar Edenhofer, liebe Studierende, sehr verehrte Damen und Herren, erst einmal vielen Dank, dass Sie heute in so großer Zahl zu so einem frühen Zeitpunkt in dem Tagesrhythmus der Universität hier erschienen sind. Ich entschuldige mich noch einmal, dass ich den normalen Terminrhythmus etwas durcheinander gebracht habe, aber es war mir ein großes Anliegen, gerade jetzt, gerade hier in Deutschland und auch hier in Berlin, so kurz vor Durban, einige Perspektiven mit Ihnen zu teilen, wie wir eigentlich mit dieser Situation, dieser Weltsituation, die Sie ja auch gerade so klar beschrieben haben, Herr Professor Edenhofer, umgehen können. Denn es ist klar, dass Weltklimapolitik im Augenblick nicht unbedingt Anlass gibt für großen Optimismus. Ich werde Sie heute vielleicht nicht mit einer klassischen Climate Lecture erfreuen. Ich habe eine Lecture vorbereitet. Diese Lecture wird, denke ich mir, auch auf der Webseite der Uni in einigen Stunden vorhanden sein, auch auf UNEP, also www.unep.org. Dort stehen eine ganze Reihe von Zahlen, von Referenzen zu Berichten, zu Entwicklungen, die wir in UNEP im Augenblick weltweit beobachten, die wir zum Teil selber mit Berichten begleiten. Ich glaube, es ist in einem Augenblick, wo wir zusammen in einem Saal sind, immer interessanter, wenn ich sozusagen einige der Gedanken und der Eindrücke mit Ihnen teile, indem ich Sie auf eine kleine Weltreise mitnehme. Eine Weltreise, die uns einerseits in die Atmosphäre führt, in die Biosphäre, aber auch in Orte wie China oder die kleinen Pazifikinseln, die Vereinigten Staaten, den Amazonas, die Wälder des Kongos. Denn all dies sind Handlungsorte, an denen heute schon Weltklimapolitik umgesetzt wird. Im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, es ist manchmal, wenn wir vor allem aus der Perspektive Deutschlands auf die Welt schauen und uns selber auch manchmal nicht ohne Grund zufrieden darstellen, dass ja in Deutschland sehr viel gelaufen ist, dass auch in Deutschland sehr viel läuft, dass auch in Europa Klimapolitik heute in einer Art und Weise angegangen wird, wie sie vor 10 oder 15 Jahren vielleicht undenkbar wäre. Dass auch in Europa das Ziel, Emissionen um 20% zu reduzieren bis zum Jahr 2020, im Augenblick ja schon fast erreicht ist. Dass wir in einem Land leben, das sich gerade von einer Technologie verabschiedet hat, die uns noch vor 2 oder 3 Jahren als absolut zwingend erklärt wurde. Dass wir in einem europäischen Kontinent leben, in dem inzwischen eine ganze Reihe von Ländern den Übergang zu erneuerbaren Energien umsetzen. Portugal fast 40% seiner Stromversorgung, Spanien fast 30%, Deutschland dieses Jahr fast 1/5. Die Exportnation der Welt, die es sich nicht leisten kann, unter Wettbewerbsgesichtspunkten teure Energie, zu teure Energie an seine Bürger und Industrien zu verkaufen, hat es geschafft, in weniger als 10 Jahren 1/5 seiner Stromversorgung auf Erneuerbare umzustellen und damit noch Arbeitsplätze zu schaffen, ein Rekordwirtschaftswachstum zu schaffen und vor allem auch in dem internationalen Technologiemarkt sich als ein Player zu etablieren, wo in vielen Bereichen Deutschland überhaupt noch nicht auf dem Weltmarkt war, vor 15 oder 10 Jahren. Das sind Hintergründe, vor denen man auch Weltklimapolitik einen Moment betrachten muss, denn wir sind nicht so weit gekommen, wie wir wollten. Aber wenn Sie jemanden fragen, der 1992 in Rio war, die Wissenschaftler, die damals den Weltklimarat begründeten und sich im Grunde mehr als Metaphysiker betrachtet sahen als Wissenschaftler, dann muss man auch anerkennen, dass in einer historischen Perspektive erstaunlich viel gelaufen ist. Aber, und das ist auch mein Anliegen heute, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern überall, in allen Teilen der Welt. Mein Thema heute Morgen ist aber auch ein Versuch, Weltklimapolitik einzubetten in eine viel grundlegendere Diskussion. Und dies ist ja das Faszinierende an der ganzen Thematik Klimawandel.
ein Phänomen, das wir vor 10 bis 20 Jahren fast gar nicht wahrgenommen haben. Obwohl wir Erkenntnisse ja schon hatten über das, was in der Atmosphäre sich abspielt und wissenschaftliche Arbeiten bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Aber die Erkenntnis, dass durch menschliches Handeln die Lebensgrundlagen, das heißt die planetarischen Systeme, verändert werden, ist uns selbst aufgrund der Umweltbewegung der 50er und 60er Jahre wirklich erst Ende des 20. Jahrhunderts klar geworden. Wir verändern die Atmosphäre, wir verändern die Biosphäre, wir verändern die Weltmeere, wir verändern die Lebensgrundlagen auf einem Planeten und dies in weniger als 150 oder 200 Jahren. Denn vielen ist gar nicht bewusst, wie kurz der Zeitraum ist, in dem wir die Weltbevölkerung um ein Achtfaches erhöht haben. Es ist erst 250 Jahre ungefähr her, da waren wir nur 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten. Das Paradigma der Entwicklung der letzten 200 Jahre war das eines Füllhorns. Wir müssen es nur schaffen, Technologie, Finanzmittel, Märkte, Arbeitsplätze zu schaffen, Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt, und der Weg des Wohlstandes, der Entwicklung, des Fortschrittes ist vorgezeichnet. Der Klimawandel, die Wissenschaft, die uns sozusagen die Wahrnehmung und die Brücke von der Wahrnehmung zur Wirklichkeit gebaut hat, am Ende des 20. Jahrhunderts hat uns im Grunde aufgezeigt, dass dieses ein Paradigmenwechsel heute unabwendbar ist. Eine Form des Wirtschaftens auf diesem Planeten mit heute 7 Milliarden Menschen, es ist gerade 2 Wochen her, glaube ich, dass der 7 Milliardenste Erdenbürger geboren wurde. Eine Welt, in der wir heute 7 Milliarden Menschen sind, in weiteren 40 Jahren wahrscheinlich 9 Milliarden und sogar auf 10 Milliarden Menschen anwachsen, kann auf diesem Planeten nicht gemeinsam so wirtschaften und überleben, wie wir es in den letzten 200 Jahren praktiziert haben. Leider ist diese Diskussion sehr oft auch unter dem Primat der Umweltpolitik und des Umweltschutzes so geführt worden, als ob dies bedeutet, wir müssten die Lichter ausschalten und diejenigen, die etwas später kommen, das heißt die Entwicklungsländer, müssen halt schauen, wo sie bleiben, denn das Boot reicht nicht aus für alle. Warum stecken wir in der internationalen Klimapolitik fest? Genau aus diesen 2 Gründen. Zum einen, weil zu viele für zu lang uns immer wieder vermittelt haben, dass es nur eine Form der wirtschaftlichen Entwicklung und des Fortschrittes gibt. Und zweitens, dass das, was auf dem Planeten heute vorhanden ist, wahrscheinlich nicht mehr ausreicht für alle. Und deswegen müssen die, die später kommen, irgendwo einen anderen Preis zahlen. Und so bewegen wir uns in einer statistischen Landschaft, wo wir heute wissen, dass ja 2 Nationen für über 40% der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Sie heißen die Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik China. Aber was sind eigentlich Statistiken, wenn es um dieses Prinzip Fairness auch und um politische Legitimität geht? Sind die Emissionen für 1,4 Milliarden Menschen genau dieselben wie für 400 Millionen Menschen? Ist die Verantwortung für historische Emissionen, die ja letztlich das Phänomen Klimawandel geschaffen haben, genau dieselben wie für ein Land, in dem heute noch viele Menschen gar nicht Zugang zu einer Stromversorgung haben? Wie wägt man, wie versucht man, diese unterschiedlichen Perspektiven in einem internationalen Rahmen zusammenzuführen? Wissenschaft, Politik und vor allem Wirtschaftspolitik sind hier ganz eng miteinander verwoben. Genauso wie auch Ethik und Grundprinzipien des Miteinanderlebens auf diesem Planeten hier zum Zuge kommen. Deswegen möchte ich nur mit diesen Bemerkungen Ihnen verdeutlichen, dass ich nicht zu der Gruppe gehöre, die internationale Klimapolitik aufgeben, abgeschrieben haben oder sie als gescheitert deklarieren. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass die Wissenschaft ja erst in 1 oder 2 Jahrzehnten uns die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt zu verstehen, was unser Handeln verursacht hat und was unser Handeln in Zukunft bedeutet. Zweitens, dass wir im Augenblick ein historisches Projekt versuchen, nämlich eine Weltklimapolitik, die letztlich zu einer Weltwirtschaftspolitik sich weiterentwickelt, mit über 190 Nationen zu entwickeln, in denen sehr unterschiedliche Realitäten, Interessen, Verantwortlichkeiten und Handlungsmöglichkeiten berücksichtigt werden müssen. Dass dieses historische Projekt wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit noch nie in dem Maße versucht worden, manchmal etwas länger braucht, sollte uns nicht
davon abhalten, diesen Weg weiterzugehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren in der Weltklimapolitik sehr wohl einen Rahmen finden werden, der alle Nationen an einen gemeinsamen Tisch bringt. Manchmal freiwillig, manchmal unter Zwang. Zwang der eigenen Öffentlichkeit, wirtschaftlichen Zwängen oder eben auch einer gewissen kollektiven Ethik sich verpflichtend, ohne die eine Weltgemeinschaft letztlich nicht leben kann. Allmacht oder Ohnmacht, das war sozusagen der Gegenpol, den ich heute ins Auge nehmen wollte. Wir stehen an einem Punkt, und Professor Edenhofer hat es ja auch gerade noch einmal genauso dargestellt, wo wir inzwischen genug wissen. Die Wissenschaft ist nicht, oder beziehungsweise die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben, aber auch die Antworten auf Fragen, die wir noch nicht bereitstellen können, sind keine Legitimation mehr für die Politik, nicht zu handeln. Wer heute behauptet, dass wir das Phänomen Klimawandel noch nicht genug verstehen, dass wir einzelne Hurricanes oder Naturkatastrophen, wie zum Beispiel die Dürre am Horn von Afrika, nicht in einen direkten Bezug zu Klimawandel setzen können, der versteht noch immer nicht die Dimension dessen, was wir heute schon wissen und was es vor allem bedeutet, wenn wir nicht handeln, für die Zukunft der Menschheit. Die Geschichte der Menschheit und auch der Entwicklung unserer Gesellschaften hat sich noch nie auf dem Prinzip ausgeruht, dass wir erst handeln, wenn wir hundertprozentiges Wissen haben. Wir Menschen sind handlungsfähig aufgrund von Vernunft. Wir können Risiken abwägen, wir können Möglichkeiten erkennen. Und ich glaube, das, was uns alle heute manchmal mit Sorge erfüllt, ist, dass wir bei dem ganzen Wissen, das uns heute zur Verfügung steht, es scheinbar immer noch nicht schaffen, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich einer Neuorientierung unserer Weltwirtschaft. Das Faszinierende ist, dass Klimawandel, eine Wissenschaft, die sich ja in erster Hinsicht erstmal mit der Atmosphäre befasst und was dort oben stattfindet, es in weniger als 2 Jahrzehnten geschafft hat, wirklich zu einer Lokomotive einer Neuausrichtung der Weltwirtschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts zu werden. Denn wenn Sie die Konsequenzen und auch die Handlungsfelder betrachten, die die Klimapolitik heute betrifft, dann reicht das von Transport, Energie, Landwirtschaft, Forstwesen, Nahrungsmittelsicherheit. Das ganze Spektrum unserer Wirtschaft, unseres wirtschaftlichen Handelns wird durch das Phänomen Klimawandel neu definiert. Dass die Wissenschaft nicht auf alle Fragen eine Antwort hat und dass sie auch auf weitere Zukunft hinaus nicht alle Antworten wird liefern können, ist klar. Aber allein seit der Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarats 2007, des vierten Berichtes, hat die Wissenschaft weiter sehr viel Informationen geliefert. Wir wissen heute, dass in vieler Hinsicht der Weltklimarat sehr konservativ war. Und das ist vielleicht eine der Ironien in der Entwicklungsgeschichte des Weltklimarates, dass er so oft angegriffen wird, nicht aufgrund der Kernaussagen, sondern aufgrund der Furcht vor der Konsequenz, die diese Aussagen für unser Handeln bedeuten. Ich erinnere mich noch im Vorlauf des Berichtes 2007, wie die Diskussion über den Anstieg des Meeresspiegels, den IPCC, schwer beschäftigte. Damals sagte der IPCC nach vielen Interventionen, dass vielleicht der Anstieg des Meeresspiegels irgendwo in einem Pegel von, ich glaube, es waren 0,18 bis 0,59, also 59 Zentimeter, sich abspielen würde. Inzwischen sind neue Ergebnisse auf dem Tisch. Wir wissen von dem Arctic Monitoring and Assessment Programm, dass wahrscheinlich das eine grobe Unterschätzung war. Wir müssen uns heute mit Szenarien beschäftigen, die wahrscheinlich in diesem Zeitraum eher einen Meeresspiegelanstieg von bis zu 1 Meter und in manchen Szenarien über 1 Meter nach sich ziehen. Wir haben im letzten Jahr von der Royal Society of the United Kingdom ein Worst-Case-Szenario gesehen, wo der Temperaturanstieg in manchen Teilen der Welt wahrscheinlich auf 4 Grad sogar im Jahr 2060 ansteigen könnte. Und auch hier wird sich die Wissenschaft wieder streiten und die Politik wird sofort sagen, wissen Sie, hier ist der Beweis, die wissen ja selber nicht, wie es weitergeht. Nur die Frage ist, wie lange will eine Gesellschaft eigentlich warten, bis die Informationen so weit angereift sind, dass sie überhaupt nicht mehr die Vernunft braucht, sondern nur noch zum Handeln gezwungen wird. Denn das
ist eine weitere Herausforderung unserer Klimapolitik heute. Wir haben im Augenblick noch die Möglichkeit zu handeln. Aus Vernunft, aus freiem Willen und vor allem mit der Fähigkeit zu gestalten. Je länger wir warten, umso weniger wird Vernunft dieses Handeln prägen. Umso weniger werden wir Möglichkeiten haben, etwa unterschiedliche Wege zu wählen. Wir werden rein unter Zwang handeln. Unter Druck, unter Stress. Und wir wissen, in allen Gesellschaften und vor allem in einer Weltgemeinschaft sind dies die schlechtesten Voraussetzungen für strategisches Handeln. Wir wissen auch heute seit dem Bericht des IPCC von 2007, dass diese Idee der Tipping Points, das heißt potenziell irreversible Phänomene, die durch Rückkopplungssysteme, die sogenannten Feedback-Mechanisms, immer stärker in den Vordergrund treten. Und es ist für mich manchmal faszinierend, wenn wir einerseits in den Medien lesen, dass die Arktis in der Tat schmilzt, dass in den Sommermonaten die Szenarien von vor 10 Jahren von der Realität überholt werden. Aber wenn Sie dann auf die Wirtschaftsseite weiterblättern, dann ist dort die Reaktion darauf, jetzt erst recht nach Öl suchen, dort oben. Das in vieler Hinsicht ist ein Bild unserer Zeit. Und viele mögen sich fragen, was geschieht eigentlich in unseren Gesellschaften in so einem Augenblick, wenn wir rein erkenntnistheoretisch genug Informationen haben, aber in der realen Welt der Wirtschaft, der Politik, der Interessen gegensätzlich handeln. Ich bin der Überzeugung, dass wir an einem Punkt gekommen sind, in dem wir, ich glaube, in den nächsten 10 bis 20 Jahren sehr wohl weltweit eine Neuausrichtung unserer Weltwirtschaft und auch der nationalen Wirtschaftspolitik erleben werden, vor allem durch die Perspektive des Klimawandels gefördert, aber letztlich eingebettet in ein viel größeres Spektrum. Wissenschaft ist Voraussetzung für Handeln. Wissenschaft ist eben auch, und deswegen freue ich mich hier heute an der TU Berlin diese Climate Lecture zu halten, eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit, mit der Gesellschaft. Es ist in den wissenschaftlichen Institutionen, wo wir sicherstellen können, dass empirische Forschung und dass Fakten an die Öffentlichkeit gelangen. Deswegen war auch die Gründung des Weltklimarates für die internationale Klimapolitik so enorm wichtig, weil sie Klimawissenschaft auf globaler Ebene aus den Händen nationaler Interessen und politischer Orientierung wieder auf eine Plattform gehoben hat, wo Wissenschaft die Weltöffentlichkeit informiert. Ich glaube, wir hätten 1992 Rio nicht so erlebt und auch heute keine internationale Klimapolitik erlebt, wenn es den Weltklimarat nicht gegeben hätte. Weil die Partikularinteressen einzelner Länder aus sehr unterschiedlichen Gründen mit einer erstaunlichen Energie es versucht haben, dieses Thema immer wieder ins Abseits zu rücken. Aber heute wissen wir, dass Weltklimapolitik letztlich auch Konsequenzen für eine Weltwirtschaftspolitik hat, die von den Gremien der Vereinten Nationen in die G20, in regionale Zusammenschlüsse sich immer stärker manifestiert. Die Arbeit, die wir in den letzten 3 Jahren im Umweltprogramm der Vereinten Nationen versucht haben zu leisten, ist es, eine Kommunikation, eine Dialektik, einen Diskurs zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und wirtschaftspolitischer Konsequenz viel stärker in den Vordergrund zu stellen. Daher der Begriff dieser Transition towards a Green Economy, das heißt der Übergang von einer Wirtschaftsform und Paradigmen, mit denen wir heute Konsumenten, Produzenten, Märkte in eine bestimmte Richtung führen, auf eine andere Richtung zu setzen. In dieser Green Economy gibt es 2 grundsätzliche Herausforderungen. Das eine ist, wie können wir die Belastungen der Umwelt durch wirtschaftliches Handeln reduzieren? Und zweitens, wie öffnen wir unseren Gesellschaften die ökonomische Betrachtungsweise für den Wert unserer Ökosysteme, der Artenvielfalt, des sogenannten natürlichen Kapitals, das jedes Land hat, das jedes Land abbaut und das inzwischen einen Punkt erreicht hat, in dem ganze Ökosysteme kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Und die Menschheit, unsere Gesellschaft und vor allem unsere Gesellschaft, die mit der Perspektive eines ökonomischen Handlungsrahmens dieses Phänomen betrachtet, ist erstaunlich unausgereift, wenn es um dieses Phänomen geht.
Wir haben in unseren nationalen Volkswirtschaftssystemen und vor allem in den National System of Accounts bis heute keinen Weg gefunden, wie wir eigentlich den Wert der Natur für uns als Menschen und für uns als Wirtschaftsgesellschaft bewerten können. Nun gibt es in der Umweltbewegung natürlich auch eine gewisse Perspektive, die sagt, man kann Natur nicht durch betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Formen schützen. Auch hier, denke ich mir, ist ein Moment gekommen, an dem sich die Umweltbewegung neu orientieren muss. Es geht nicht darum, den Wert der Natur, den Wert eines Lebewesens, den Wert eines Ökosystems auf seinen ökonomischen, finanziellen Wert zu reduzieren. Aber die Realität ist, dass unsere Länder, ob sie nun staatlich gelenkte oder marktwirtschaftlich gelenkte Gesellschaften sind, letztlich fast alle Diskussionen irgendwo an einem ökonomischen Rahmen orientieren. Deswegen ist auch der Ansatz der Green Economy erst einmal nicht ein ideologisch ausgerichteter Ansatz, sondern er versucht rein wissenschaftlich analytisch der Gesellschaft, den Entscheidungsträgern, in Politik, in Wirtschaft, aber auch der Öffentlichkeit zu ermöglichen, die Wertemuster und die Bewertungen, die für unsere Entscheidungen heute permanent angeführt werden, zu hinterfragen. Green Economy ist eben der Versuch, dem Nachhaltigkeitsgedanken auch eine ökonomische Perspektive an die Seite zu geben. Und das heißt nicht der Ersatz für Ethik, das heißt nicht der Ersatz für die Schöpfung und die Verantwortung des Menschen, diese Schöpfung zu schützen, sondern mir geht es vor allem auch darum, der Nachhaltigkeitsperspektive eine ökonomische Dimension an die Seite zu stellen, die es uns ermöglicht, nicht bei jeder Kabinettssitzung permanent, wenn es darum geht, über die Zukunft eines Landes, einer Volkswirtschaft zu diskutieren, mit dem Argument Arbeitsplätze, Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum, die Verantwortlichkeit für Nachhaltigkeit sofort wieder an den Rand zu drängen. Es ist heute ein Punkt. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir mit 7 Milliarden Menschen in den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich den Ressourcenverbrauch auf unserem Planeten um das Dreifache erhöhen werden, allein in den nächsten 40 Jahren. Zu einem Zeitpunkt, wo wir wissen, dass in den Weltmeeren die Fischbestände entweder schon überfischt sind, kurz vor dem Überfischungspunkt sind oder zusammenbrechen. Wo wir wissen, dass die natürlichen CO2-Speicher in der Form von Wäldern, von Böden, von Auen, von Mooren, aber auch von Küstenzonen abgebaut werden zu einem Zeitpunkt, wo wir sie im Grunde viel mehr bräuchten. Wo die Emissionen, wie Herr Professor Edenhöfer schon sagte, nach oben gehen und nicht nach unten. Wo die Internationale Energieagentur in dieser Woche uns noch ein Zeitfenster von 5 Jahren eingeräumt hat, bevor die Infrastrukturinvestitionen, die wir in den nächsten 5 Jahren tätigen werden, die Welt in einer Infrastrukturrealität verbindlich verankern werden, die es uns nicht mehr ermöglicht, in der Zukunft das 2-Grad-Ziel zu erreichen, beziehungsweise unter den 2 Grad zu bleiben. Das heißt, uns läuft die Zeit aus, die Weichenstellung, die Wechsel in einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive herbeizuführen, die es uns in Zukunft ermöglichen würde, überhaupt noch in einer Situation zu leben, in der wir Klimawandel bewältigen können. Nun ist das Phänomen auch heute, gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrise, der Weltwirtschaftskrise oder zumindest in dem Szenario natürlich, nicht gerade sehr dienlich, wenn wir uns über Perspektiven wie Klimawandel, Nachhaltigkeit unterhalten wollen. Aber ich bin der Überzeugung, im Grunde ist das Gegenteil der Fall. Die Krisen, die wir gerade durchleben, sind ja nicht neue Krisen, sondern es gab ja schon eine Krise vor der Krise. Es gab die Krise der Arbeitslosigkeit, es gab die Krise der Armut, es gab die Krise des Klimawandels, des Verlustes von Ökosystemen und Artenvielfalt. Es ist ja nicht so, als ob wir gerade in einer völlig neuen Dimension etwas erleben, was nicht schon in vieler Hinsicht absehbar war. Nur, und das ist das Tragische im Augenblick, sind wir scheinbar in der Lage, unser Finanzsystem retten zu wollen mit Beträgen, die, wenn man sie unter Nachhaltigkeitsperspektive in die Diskussion bringen würde, überhaupt nicht ernst genommen wurden. Und das ist vielleicht etwas, was ich Ihnen auch heute mit auf den Weg geben will. Lassen Sie sich nicht von der kurzfristigen ökonomischen Krisenperspektive und auch den sogenannten rationellen Handlungsmustern
aus der Bahn werfen. Denn es ist, und das muss man sich mal vor Augen führen, manchmal erstaunlich, dass wir vor einigen Jahren noch eine Diskussion darüber geführt haben, ob sich eine Wirtschaft es leisten kann, etwas mehr Geld auf die fossilen Brennstoffe draufzulegen, auf den Preis. Kurze Zeit danach erlebten wir eine Welt, in der der Preis des Öls von damals 27, 28 Dollar pro Barrel auf über 100 Dollar anstieg. Wenn Sie heute die wirtschaftlichen Perspektiven für die Weltwirtschaft betrachten, dann sind es gerade die Länder, die damals mit einer ökologisch ambitionierteren Perspektive ihre eigene Entwicklung gestaltet haben, die heute erfolgreich sind. Ich habe schon mal angefangen, den Kontrast zwischen einerseits Deutschland als ein ökologisch und energieeffizientes Land im Vergleich zu vielen anderen und seinen Wirtschaftsdaten heute dargestellt. Viele hatten ja behauptet, genau das Gegenteil würde der Fall sein. Aber auch in der Finanzkrise von vor 2, 3 Jahren hatten wir ja in UNEP das Konzept des Global Green New Deals in die Diskussion eingebracht und versucht, Regierungen nahezulegen, dass wenn sie tausende Milliarden Dollar in die Stabilisierung ihrer Wirtschaft investieren, dann muss zumindest ein Teil dieses Geldes auch in den Übergang einer neuen Wirtschaftsform investiert werden und nicht nur die Wirtschaftsstrukturen der Vergangenheit zu stabilisieren. Eine ganze Reihe von Ländern haben dies getan, allen voran China. China hat die größte Summe im Sinne einer ökologischen Investition dieser Stabilisierungsmaßnahmen in seine Wirtschaft investiert. In dieser Zeit hat China seine Transportpolitik für das ganze Land auf eine neue Ausrichtung hin entwickelt, nämlich öffentliche Verkehrsmittel. Aber auch ein Land wie Korea hat damals 80% seiner Fiscal Stimulus Packages in sogenannte ökologische und umwelttechnologische Umorientierung investiert. Auch wir in Deutschland haben viel geleistet. Schauen Sie sich an, welche Länder heute in der Weltwirtschaft am besten dastehen. Natürlich ist das nicht eine eindimensionale Logik, die sich hier verdeutlicht, aber was klar ist, dass wir den Paradigmenwechsel, den eine Green Economy mit sich bringt, sehr wohl leisten können. Was ist nun heute oder was sind die Elemente einer solchen Umorientierung? Wir wissen durch die Wissenschaft und das, was wir in unserer Wirtschaft verändern müssen, dass wir zum einen die Emissionen, die Belastung unserer Umwelt reduzieren müssen. Zum zweiten müssen wir auch wieder in die Natur investieren, in das ökologische Potenzial dieses Planeten, 8, 9, 10 Milliarden Menschen am Leben zu erhalten, mit Nahrungsmitteln zu versorgen, mit Rohstoffen zu versorgen. Das heißt, wir müssen den Mythos dieses Zielkonfliktes zwischen Nachhaltigkeit und umweltpolitischer Ausrichtung unserer Wirtschaft und Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen, Nahrungsmittelsicherheit ein und für alle Mal auflösen. Und genau hier setzt auch der Green Economy Report an, den ich in 2 Tagen in Peking der internationalen Öffentlichkeit vorstellen werde. Dieser Bericht ist die Zusammenfassung eines 3-jährigen Programms weltweit über 10 Sektoren unserer Wirtschaft verteilt, zu untersuchen, wo gibt es Beispiele dafür, dass Länder, dass Gesellschaften, dass Gemeinden, Bundesstaaten es geschafft haben, durch ordnungspolitische Maßnahmen Märkte neu auszurichten und damit letztlich die Entkopplung von Wirtschaftswachstum oder wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltzerstörung, ob nun durch Belastung von Emissionen oder durch den Abbau des natürlichen Kapitals, zu schaffen. Das Erstaunliche ist, dass wir zum Schluss kommen, dass mit gerade mal 2% des Weltbruttoinlandsprodukts, also des Global GDPs, es ausreichen würde, diese Trends, diese Entwicklungen, um ein hohes Maß zu beschleunigen und damit es zu schaffen, dass wir in der Tat die Ziele, die der Weltklimarat uns ja vorgelegt hat bei der Klimapolitik, aber auch in anderen Bereichen unseres wirtschaftlichen Handelns auf eine neue Schiene setzen können, dass wir die Weichen umstellen können und dass dies nicht bedeutet, dass wir Arbeitsplätze nicht mehr haben, dass es keine wirtschaftliche Entwicklung mehr gibt, dass ein Kontinent wie Afrika, wo heute noch 70% der Menschen keinen Zugang zu Strom haben, ihn auch weiterhin nicht haben werden, weil wir in irgendeiner Form eine ökologisch nachhaltigere Wirtschaftspolitik betreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen vielleicht, dass das die Zentrale des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi, Kenia liegt. Hier haben Sie ein klassisches Beispiel des sogenannten Entwicklungslandes. In Kenia haben 80% der Menschen noch keinen Zugang zu Strom. Dort leben 40 Millionen Menschen, in 26 Jahren werden es 80 Millionen Menschen sein. Kenia hat heute gerade mal 1300 Megawatt
installierte Stromproduktionskapazitäten, ein großes Kraftwerk in Deutschland. Wie kann so ein Land im Kontext seiner Armut einerseits, der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem auch der Klimapolitik, hier eine Wende herbeiführen? Und hier ist das Beispiel. Kenia hat vor 2,5 Jahren eine grüne Energiepolitik in seinem Parlament verabschiedet, einen Einspeisungstarif eingeführt und hat es geschafft, innerhalb von 2 Jahren den gesamten Ausbau seiner zukünftigen Energieinfrastruktur bei Stromproduktion auf Erneuerbare umzustellen. Denn das Land hat heute erwiesenermaßen 6-mal so viel Kapazität allein an geothermischer Energie im Rift Valley, als es heute an Strom produziert. Und dann kam noch dazu, dass man anfing zu schauen, könnte man eigentlich nicht Windfarmen in Kenia bauen? Und wiederum erstaunlich, als man anfing, dort die Windmessungen zu betreiben, entdeckte man, dass die Windverhältnisse in Kenia noch optimaler sind als das sogenannte Offshore North Sea Wind Power Potential. Das heißt, hier ist ein Land, das sich innerhalb von 10 Jahren nun auf einen Weg begeben hat, wo es seine Energieinfrastruktur 3- bis 4-fachen wird, ohne ein einziges Gramm CO2 zusätzlich in die Atmosphäre zu lassen und dieses auch tun kann, indem es seine eigenen Ressourcen nutzt. Wir haben es selber praktiziert in der neuen Zentrale, in dem neuen Gebäude, in dem UNEP heute sitzt. Wir haben durch eine Ausschreibung international ein Photovoltaiksystem installiert, das inzwischen für 1200 Mitarbeiter den gesamten Strom produziert, den wir brauchen für diese Mitarbeiter. Mitten in Afrika, mitten in einem Land, wo jeder sagt, diese Technologien sind noch nicht relevant. Und, sehr wichtig, innerhalb von 10 Jahren werden wir diese Anlage abbezahlt haben und dann haben wir 15 Jahre Strom umsonst. Das ist die Technologiekurve, die wir heute haben. Und wenn Menschen immer wieder behaupten, aus manchmal sehr merkwürdigen Motivationen, dass all dies nicht leistbar ist, dann sage ich Ihnen noch eine Zahl. Im Jahr 2010 haben die Investitionen in erneuerbaren Sektor über $211 Milliarden betragen. Das ist mehr als in Öl, Gas und Kohle zusammengenommen. Wer hätte das gedacht vor 10 Jahren? Und noch ein Fakt. Über 50% dieser Investitionen haben in Entwicklungsländern stattgefunden. Und das möchte ich Ihnen heute auch etwas vermitteln, dass viele dieser Länder, die heute immer als passiv auch wahrgenommen werden in der nationalen Klimapolitik, sehr wohl handeln. China hat seine eigenen Ziele, die es bereits in Kopenhagen der Welt für Öffentlichkeit vorgestellt hat, inzwischen übertroffen, wo es darum geht, Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch abzukoppeln. Natürlich wird China weiterhin Kraftwerke bauen und damit wird China auch weiterhin zu einer Belastung der Atmosphäre beitragen. Aber manchmal lesen Sie, 2 neue Kohlekraftwerke in China, nur der nächste Halbsatz fehlt. Dafür wird auch jede Woche ein altes Kohlekraftwerk in China abgeschaltet und mit neuer Technologie ersetzt. Hier ist ein Land, das handelt, das sich zwar in der internationalen Klimapolitik missverstanden fühlt und im Augenblick sich auch vor allem gegenüber dem großen Counterpart auf der anderen Seite des Atlantiks in einem Zielkonflikt befindet. Aber China handelt. Brasilien handelt. Der Rückgang bei Entwaldung im Amazonasgebiet unter brasilianischer Hoheit ist wahrscheinlich der größte Beitrag, den irgendein Land überhaupt in den letzten 5 Jahren zur Reduzierung im Sinne eines Business-as-usual-Szenarios geleistet hat, was CO2-Emissionen angeht. Aber Sie können diese Veränderung heute, und das ist ja auch das Ziel unseres Berichtes, auf fast allen Weltkontinenten verfolgen. Länder gehen einen neuen Weg. Das heißt, wenn wir Klimawandel, Verlust von Artenvielfalt, Zusammenbruch von Ökosystemen und auch die Frage von Wasser- und Nahrungsmittelversorgung zusammenführen, dann haben wir in der Tat die Grundlage zu erkennen, dass eine wirtschaftliche Neuorientierung sehr wohl nicht nur unabdingbar ist, sondern auch möglich ist. Ich habe heute nicht die Zeit, Sie mit vielen anderen Beispielen zu versorgen, aber bitte schauen Sie noch einmal in die Climate Lecture hinein oder vielleicht am Mittwoch, Donnerstag auf unserer Website in die Veröffentlichung des Green Economy Reports. Dort haben Sie fast 600 Seiten Beispiele aus aller Welt und eben nicht nur Beispiele, die sozusagen in einem Dorf oder in einer Gemeinde stattfinden, sondern es ging uns darum, aufzuzeigen, dass dieses machbar ist in einem Sinne von Skaleneffekten, dass wir in einem Wirtschaftssystem die Energieversorgung umstellen können, dass die Landwirtschaft sich neu ausrichten kann, dass Mobilität von 7 Milliarden Menschen sehr wohl unter sehr unterschiedlichen ordnungspolitischen, aber auch marktwirtschaftlichen Perspektiven gestaltet werden kann.
Arbeitsplätze. Wir leben in einer Zeit, in der die Jugendarbeitslosigkeit weltweit Dimensionen erreicht hat, die an sich nicht mehr nachzuvollziehen sind. Das, was wir heute an sozialer Unruhe erleben, ob das nun der arabische Frühling ist oder ob das Occupy Wall Street ist oder ob es einfach eine Perspektivlosigkeit ist, ist ja ein Phänomen, das immer dramatischer wird. Wo sollen eigentlich die Arbeitsplätze der Zukunft herkommen? Wir haben zum Beispiel errechnet, dass wenn die Weltwirtschaft sich auf ein Ziel von 30% Erneuerbaren einigen könnte, dann würde das wahrscheinlich ein Fünftel mehr Arbeitsplätze schaffen als das Business-as-usual-Szenario. Und hier sind enorme Potenziale und auch im Hinblick auf die Verhandlungen, die wir nun in Durban wieder führen, zum Beispiel bei solchen Konzepten wie Reducing Emissions from Deforestation, das sogenannte RED-Konzept in den Klimaverhandlungen. Wir schaffen hier neue Wirtschaftskreisläufe, die es Menschen ermöglichen, ihren Lebensunterhalt in Zukunft auch damit zu verdienen, dass sie eine Dienstleistung für die Weltgemeinschaft bereitstellen, nämlich den Erhalt von Tropenwäldern, von CO2 senken und speichern, die für die Zukunft unserer Weltwirtschaft von absoluter Notwendigkeit sind. Und hier wiederum müssen wir wirtschaftliche Perspektiven verändern, denn zum einen wird uns die Carbon Capture Technologie immer wieder vermittelt als etwas, was es uns ermöglicht, vielleicht mit diesem Phänomen CO2-Emissionen zurechtzukommen. Sie alle wissen, wie viel Geld wir dort noch brauchen für eine Technologie, die zumindest im Praktischen erwiesenermaßen noch nicht funktioniert. Können wir einen Teil dieser Finanzmittel umlenken, nämlich in den Erhalt von Ökosystemen, die heute schon über Milliarden von Jahren perfektioniert durch die Natur CO2 speichern? Wir müssten unsere Wälder im Grunde radikal ausbauen als ökologische Infrastruktur, die es uns im 21. Jahrhundert ermöglicht, eine moderne Wirtschaft weiterhin erhalten zu können. Die Potenziale für Arbeitsplätze, für Einkommen, auch für Transfers, für Handel sozusagen, nicht nur im Sinne von Gütern, aber auch Dienstleistungen, ökologischen Dienstleistungen, ist wahrscheinlich eine der interessantesten neuen weltwirtschaftlichen Horizonte, die wir heute haben. Green Economy ist der Versuch, die Problematik des Klimawandels und auch anderer Elemente in eine neue Wirtschaftspolitik umzuformulieren. Hier spielen Fiskalpolitik eine Rolle, Subventionsabbau, Sektorpolitiken und auch zum Beispiel ganz klare Handlungsebenen wie das öffentliche Beschaffungswesen. Weltweit schätzen wir, dass ungefähr 23% des Global GDPs, des globalen Bruttoinlandsproduktes, durch die öffentliche Hand umgesetzt wird. Das heißt, fast ein Viertel unseres gesamten wirtschaftlichen Handels wird über öffentliche Haushalte, über öffentliches Beschaffungswesen gestaltet. Warum sind Regierungen nicht in der Lage, ihre Kaufkraft auf dem Markt dafür einzusetzen, dass energieeffiziente Produkte an einen Punkt kommen, wo sie in der Größenordnung des Verkaufs und der Menge eben an einen Punkt kommen, wo sie auch für die Öffentlichkeit dann tragbar werden? Wir haben dieses Potenzial noch viel zu wenig ausgenutzt. Bei der Fiskalpolitik, die ökologische Steuerreform. Wir leben immer noch in einem Steinzeitalter der Moderne, wo wir die guten Dinge in unserer Gesellschaft, zum Beispiel Arbeit, mit Steuern bestrafen, aber die schlechten Dinge wie Emissionen, Umweltverschmutzung, Zerstörung von natürlichem Kapital entweder nicht besteuern oder viel zu gering besteuern. Diese ökologische Steuerreform ist nicht irgendein Phantasmus, sondern es ist ein Grundelement ordnungspolitischen Handelns. Und hier manifestiert sich eben auch das, was Sie, Professor Edenhofer, vorhin ansprachen. Erkenntnis muss von einer Gesellschaft in Handlungskonzepte umgewandelt werden. Die Politik steht hier im Vordergrund, denn sie hat genug Grundlagen, um gerade bei der Ordnungspolitik anders handeln zu können. Und hier geht es nicht darum, dass der Staat nun alles verfügt. Aber wir sollten uns auch nicht der Illusion hingeben, dass wir heute in einem System leben, in dem der Markt sozusagen mit den optimalen Kräften von Nachfrage und Angebot alles schon optimal regelt. Kleines Beispiel. Wenn Sie heute einen Bluefin Tuna in den Weltmeeren noch finden irgendwo, dann ist ein einziger Bluefin Tuna, ein Thunfisch, ungefähr $250.000 wert. Nun sollen wir mal eine erklären, wie ein Markt, der sozusagen mit Anfrage und Nachgebot den richtigen Preis findet, hier zu einer nachhaltigen Fischerei führen soll.
Das Gegenteil ist heute der Fall. Der Markt kann uns dazu verführen, dass wir den letzten Fisch noch finden werden, weil wir nämlich dann vielleicht 500.000 dafür bekommen. Das heißt, das Eingreifen des Staates mit einem ordnungspolitischen Mandat, legitimiert durch unsere Parlamente, durch unsere Demokratien, durch die Wahl und das Wissen und die Vernunft, die wir in diese Politik einbringen müssen, ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir handlungsfähig bleiben im Sinne einer sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit. Und hier sehe ich vor allem die Möglichkeit, wie wir auch Konferenzen wie Durban und Rio plus 20 nicht nur als Momente des Scheiterns erleben, sondern als ein historisches Projekt in einer Welt, in der wir in der Tat immer mehr voneinander abhängig sein werden, mit neuen ordnungspolitischen und eben auch globalen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen auszustatten. Kopenhagen war ein Scheitern des Verhandlungsprozesses internationaler Klimapolitik. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kopenhagen und all das, was im Vorlauf zu Kopenhagen geschah und auch danach geschieht, ist kein Scheitern. Ich erlebe tagtäglich, wo immer ich in der Welt bin, dass wir auf einem Niveau heute Klimaveränderungen diskutieren und vor allem auch Politikveränderungen diskutieren, wie noch nie zuvor. Dass in der Wirtschaft, in Unternehmen, in Regierungen, auf der Ebene von Bürgermeistern, von Leitern von Schulen eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein vorhanden ist, handeln zu müssen und vor allem auch immer mehr handeln zu können, dass es vor Kopenhagen noch nie so gegeben hat. Und ich lese oft in der Presse, dass das öffentliche Interesse an der Klimapolitik zurückgegangen ist, dass Menschen andere Probleme haben, dass sie sich nicht mehr mit dem Thema befassen wollen. Es stimmt einfach nicht. Natürlich ist der internationale Klimaverhandlungsprozess in der Wahrnehmung vieler erst einmal gescheitert. Und man kann es auch keinem übel nehmen, wenn man nun nicht unbedingt zu dem nächsten Klimagipfel fährt mit demselben Enthusiasmus. Aber bitte denken Sie daran, der internationale klimapolitische Verhandlungsprozess ist ja nur eine Dimension des Handelns. Darunter liegen sehr viele Schichten, auf denen erstaunliche Dinge heute geschehen. Und deswegen ist auch der Weg von Kopenhagen über Cancun nach Durban und seien Sie sicher auch über Durban hinaus erst einmal nicht ein Weg, der einen sofort mit Zufriedenheit erfüllt. Im Gegenteil, und gerade als ein Vertreter der Vereinten Nationen bin ich natürlich auch sehr enttäuscht von dem, was damals in Kopenhagen ablief. Aber gleichzeitig erkenne ich eben auch, dass die Welt dadurch nicht gelähmt worden ist, dass dieser Verhandlungsprozess auf absehbare Zeit sehr wohl ein internationales Klimaabkommen herbeiführen wird, dass in der Zwischenzeit die Menschen aber nicht dieses Thema aufgegeben haben. Die Zahl der Investitionen in erneuerbare Energien ist nur ein Beispiel und sie können sich heute in vielen anderen Bereichen auf den Märkten in Unternehmen davon vergewissern, dass die Planung in die Zukunft sehr wohl eine klima-nicht ignorante, sondern eine klimabewusste Planung in immer mehr Unternehmen, strategischen Planungsstäben und auch in Regierungen herbeiführt. Deswegen ist auch die Konferenz in Rio nächstes Jahr eine Möglichkeit, zum einen für die Länder dieser Erde einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu finden, der sich vielleicht erstmal nicht in den Zahlen und den sehr komplexen Verhandlungen einer Klimakonvention abspielt, sondern ein Verständnis, dass wir als Weltgemeinschaft handlungsfähig bleiben müssen. Dass wir den Übergang hin zu einer anderen Form des Wirtschaftens, nicht wo die Lichter ausgehen oder wo wir nichts mehr zu essen haben, sondern um genau sicherzustellen, dass wir Licht haben und dass vor allem die Menschen überhaupt noch keinen Zugang zu Licht und Nahrungsmittelsicherheit haben, die Möglichkeit auch in Zukunft haben, sich zu entwickeln. Das Recht auf Entwicklung verbrieft in den Vereinten Nationen ist eines der wichtigsten und in Europa vielleicht weniger bekanntesten Grundrechte der Menschheit. Das Recht auf Entwicklung in einem Planeten, in dem Ressourcen immer knapper werden, in dem sozusagen die Planetary Boundaries von einer Gruppe von Konsumenten und Produzenten inzwischen in vielen Bereichen an ihr Maximum gekommen sind. Und diejenigen, die argumentieren, dass in einem historischen Moment, in dem die Welt sich über Finanzkrise, über Banken und Ähnliches nicht mit diesen Gedanken beschäftigen kann oder sollte oder müsste, würde ich entgegnen, gerade jetzt brauchen wir einfach als Menschen, als Gesellschaft und als Weltgemeinschaft einen Punkt, wo unsere politischen Führungspersönlichkeiten
sich mit einer gemeinsamen Verantwortung und auch einer objektiv gemeinsam geteilten Perspektive über die Zukunft unseres Planeten vor die Weltgemeinschaft stellen. Es ist schwierig, sich das im Augenblick vorzustellen, aber ich würde hoffen, angefangen von Bundeskanzlerin Merkel bis über Präsident Obama, Präsident Sarkozy, indische Premier, chinesische Präsident oder Premier, dass sie alle in Rio nächstes Jahr dort sein werden, genau weil wir in einer Krise sind, die nicht nur eine Finanzkrise ist, das ist lediglich ein Symptom der vielen Krisen, die uns heute schon überall auf der Welt begleiten. Und dass wir nur als Weltgemeinschaft dieses Problem angehen können, denn wir wissen ja auch bei der Klimaproblematik, dass selbst wenn Amerika morgen alle Emissionen stoppen würde oder China, wäre das immer noch keine befriedigende Antwort auf die Problematik des Klimawandels. Wir brauchen eine solidarische Weltgemeinschaft, die handlungsfähig ist. Und deswegen ist auch das Thema, das Herr Edenhofer kurz ansprach, das zweite große Thema neben der Green Economy in Rio nächstes Jahr, nämlich die institutionelle Reform unseres Systems, der Institutionen international, nicht nur ein abstraktes Thema. Sie nannten mich Weltumweltminister in Ihrer Einführung. Ich kann Ihnen heute sagen, wenn die Grundlage, die rein formale Grundlage für Weltumweltpolitik in den nächsten 40 Jahren weiterhin so schwach und so wenig ausgestattet mit Mandat stattfindet wie in den letzten 40 Jahren, dann ist das keine Weltumweltpolitik, sondern es ist ein Scheitern eines Versuchs, Weltumweltpolitik zu schaffen. Ich leite das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Ich arbeite unter einem Generalsekretär, der mehr als jeder Vorgänger sich dieser Thematik des Klimawandels, der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet hat. Ich habe einen Vorgänger wie Klaus Töpfer und andere vor mir, die dem Weltumweltprogramm nichts Besseres geben konnten als ihre Kompetenz, ihre Professionalität, ihre Vision. Daran hat es wirklich nicht gelegen. Nein, wir haben heute noch immer in der internationalen Domäne eine Situation, in der wirtschaftliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel Welthandel, ganz klar festgelegt werden. Dort ist eine internationale Plattform des Handels. Dort gibt es Global Governance. Aber der Weltumweltpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es ein Umweltprogramm, das mit einem Budget ausgestattet ist, dass das der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen nicht übersteigt. Ich nenne Garmisch, weil dort eine zweite Heimat von mir ist. Das ist die Grundlage, mit der wir heute versuchen, 193 Nationen auf diesen Wegen zu begleiten. Und das heißt nicht, dass ein Umweltprogramm in den Vereinten Nationen alleine diese Leistung erbringt. Nein, wir haben viele Bereiche, in denen Umweltpolitik, Nachhaltigkeitspolitik umgesetzt wird. Nur wir scheitern ja permanent in den internationalen Konferenzen, weil wir zu kleinteilig versuchen, Probleme zu lösen, die an die Grundstrukturen unseres wirtschaftlichen Handelns und vor allem des gemeinsamen Handelns von über 190 Nationen gehen. Und genau deswegen, glaube ich, ist auch diese Diskussion über die Aufwertung eines Umweltprogramms der Vereinten Nationen, das in Rio auf der Agenda steht, keine bürokratische Maßnahme. Ob nun ein Sekretariat World Environment Organization heißt oder United Nations Environment Program, das wird nicht der große Unterschied sein. Aber Umweltminister, und zwar die Umweltminister der Welt gemeinsam, werden zu einem immer wichtigeren Faktor für die Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten. Nur wenn wir sie nicht bevollmächtigen, wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, Umweltpolitik wirklich erst einmal zu verabschieden, das heißt ihr eigenes Gremium haben, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, dann gibt es eben kein Gremium, in dem wir kohärente Weltumweltpolitik und vor allem Nachhaltigkeitspolitik verabschieden können und sie dann auch umsetzen. Darin liegt ein Schlüssel aus meiner Perspektive, um eben auch die öffentliche Diskussion, diesen Diskurs zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik stärker zu fördern. Wir haben Ähnliches in Europa erlebt. Umweltminister in Europa sind zum Teil dadurch gestärkt worden, dass die Europäische Union, die Europäische Kommission auch mehr Mandate hatte. Dadurch mussten die Mitgliedsländer sich stärker mit europäischen Richtlinien auseinandersetzen. Wir sind heute an einem Punkt, in dem diese Weltumweltpolitik sehr wohl eine enorme Rolle spielen könnte und vor allem spielen muss. Denn dies, und das ist mein letzter Punkt, die Wahrnehmung, dass Naturschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeitspolitik letztlich Entwicklung behindert, verzögert oder sogar im Wege steht,
hat sich eben nicht als Realität erwiesen. Im Gegenteil, wenn Sie heute einen historischen Rückblick machen auf die großen Interventionen, auf die großen politischen Maßnahmen, vor allem in den Industrieländern, aber auch in Entwicklungsländern, dann war die Umweltpolitik, das Verbinden von wissenschaftlicher Erkenntnis mit neuen Handlungsrahmen, sehr oft Impuls für größere Effizienz, weniger Verschwendung, neue Arbeitsplätze, neue Technologien, neue Märkte und vor allem Entwicklungschancen. Das lässt sich im Bereich der Technologie genauso wie in diesem Bereich von Artenvielfalt, Biodiversität und Ökosystemen nachvollziehen. Denn wenn wir heute oft über Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern reden, dann heißt das oft in der Praxis, dass genau die Ressourcen, die für die Armen existenziell wichtig sind, im Namen der Entwicklung zerstört werden. Im Bruttosozialprodukt in den National Systems of Accounts eines Landes wie Indien erscheinen Wald- und Forstökosysteme mit ungefähr 4% des Bruttosozialprodukts, Bruttoinlandprodukts des Landes. Wenn man die 400 Millionen Armen in Anführungsstrichen in Indien in eine volkswirtschaftliche Perspektive bringt und schaut, wie sehr hängen sie von diesem Forstsystem ab, dann ist das faszinierend, dass fast 70-80% des sogenannten Bruttoinlandsprodukts der Armen von genau diesen Forst- und Öko- und Waldsystemen abhängt. Das heißt, ob wir unter der Perspektive Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze, neue Technologien die Umwandlung von wissenschaftlicher Erkenntnis in politische und wirtschaftspolitische Maßnahmen überführen, immer wieder erkennen, das Gegenteil des Mythos des 20. Jahrhunderts ist im Grunde wahr. Umweltpolitische Erkenntnis aufgrund von wissenschaftlichem Verständnis verwandelt in ordnungspolitische Signale, die es ermöglichen, einem Markt, einer Gruppe von Unternehmern und Investoren einen anderen Weg einzuschlagen, ist mit die größte Erfolgsgeschichte der ordnungspolitischen sozialen Marktwirtschaft. Und wenn Sie dies nicht glauben, dann glaube ich, ist gerade in einer Universität wie der Technischen Universität Berlin dies eine These, die ich Ihnen gerne hier lassen möchte, denn das ist die Fortsetzung unserer Arbeit des Green Economy Reports im Kontext von Klimawandel und internationaler Umweltpolitik. In 2 Tagen werden wir unser Wissen Ihnen vorstellen. Ich hoffe, in den nächsten 2-3 Jahren werden Sie in Ihren verschiedenen Fachbereichen und Handlungsbereichen hoffentlich diese Arbeit fortsetzen, sie weiterentwickeln und es uns ermöglichen, dass wir einerseits Erkenntnis akzeptieren, Vernunft walten lassen und nicht den Glauben daran verlieren, dass wir sehr wohl in der Lage sind, mit 9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 zurückzuschauen und zu sagen, wir haben die Weichenstellungen geschafft, wir haben unsere Weltwirtschaft auf einen anderen Kurs gehoben und vor allem haben wir es geschafft, unsere Verantwortung als Generation, die heute noch die Wahl hat, unseren Kindern und Enkeln gegenüber, diese Verantwortung wahrgenommen zu haben. Denn sie werden in vielen Bereichen eben nicht mehr die Wahl haben. Und das ist der einzige Grund, warum man trotz aller Skepsis und Frustration es sich nie erlauben darf, aus einem Saal, aus einer Verhandlung, aus einer Konferenz rauszugehen und sagen, es lohnt sich nicht. Es wird sich immer lohnen und vor allem, wenn Sie alle den Glauben daran verlieren, dann wird die nächste Generation diesen Preis sehr hoch bezahlen. Vielen Dank.